Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Anglefoot. Weiter geht's mit Level 13. Narkotomie-Türme. Purist, schließe das Level nur mit Klitten ab. Schieße den Level ab, ohne zu springen. Okay. Mal schauen. Versuch's zumindest nur mit Treten zu machen. Und ohne zu springen, mal schauen, ob ich das auch schaffe. Was bist du eigentlich? Ja, du bist nichts Spezielles. Okay. Okay, wie soll man das schaffen? Okay. Ich dachte, vielleicht könnte man da unten. Hä? Wir haben dann das gedacht, die Entwickler, dass man hier runterfällt und. Zu springen schafft man das wirklich nicht irgendwie. Oh shit! Tschüss! Okay, ich check's nicht. Ich check's nicht. Muss ich noch später abspringen? Hi! Okay. Nee, ich wollte ja nur mit... Irgendwie sieht es aus, als ob es nicht flüssig laufen würde, aber ich habe 80 FPS. Das kann irgendwie ja gar nicht sein. Ja, ich habe es eh schon bekannt. Zu schießen. Okay, das war geplant. Ah, shit. Das ist echt schwierig. Falsch. Okay, bisher nicht geschossen. Der andere ist weg. Eben noch nicht geschossen. Ja, komm bei. Das war mies. Ist er dead? Er ist dead.
Bada boom, bada bam. Schlechte Idee. Alte. Oh Gott. Junge, Junge. Ja, das wird nix. Ich sehe doch schon, dass das nix wird. Okay. Okay, ohne zu schießen ist unmachbar für mich, sorry. Ich muss schießen. Wieder falsch. Danke. Okay, es sieht so unflüssig aus gerade. Dann treffen die mich auch noch, die miesen Stinke. So kann man halt vorher ein bisschen aufräumen, wenn man schießen kann. Okay. Kein Secret oder so? Oh Gott. Von wo kommst du? Nein! Mit den Füßen! Ohne zu schießen ist unmöglich, sorry. Ohne zu springen, da braucht man irgendwie Schuhe, die einen wahrscheinlich schneller machen würden. Mal schauen, was wir da noch so freischalten. Level 14, weil die füllen einfach Munition auf. Und zwar das Leben. Glückssache, wir nach jedem Tod ein zufälliges Paar Schuhe. Komm mal, ein zweites Leben ist noch gut. Level 14 aufs Dach gestiegen. 35 Sekunden wieder, Hyper-Speedrun, okay. Schaffe ich wahrscheinlich wieder nicht, aber... zu werden. Eigentlich müsste man ja... Egal. Wait. Oh shit. Okay, da kann man gar nicht hoch. Bye.
dann kommen auch die Hunde wieder raus. Wie soll man das schaffen? Wie soll man das schaffen? Ich meine, sprinten kann man irgendwie nicht. Zu früh abgesprungen oder auch nicht. Okay, ist niemand drin. Doch ein Skelett. Unglaublich schöne Bude. Da hätte ich irgendwas trinken können, glaube ich wieder. Fuck. Wie die tanzen. Ach ja, stimmt, ein zweites Leben. Habe ich ganz vergessen. Echt schwierig. Das hat echt eine Taube. Ernsthaft. Nee, die Waffe ist weg. Eigentlich sollen es doch drei Waffen sein. Ah, shit. Weird, dass es so unflüssig aussieht. Dabei ist es ja eigentlich flüssig. Es läuft flüssig wie nichts. Alter, die Fliege hat mich gerade mega abgelenkt. Jetzt auch noch der Typ! Alter! Lass mich! Was? Genau in meine Ecke! Oh Gott! Ich muss ein bisschen, glaube ich, ein ruhigeres Pacing da reinkriegen. Sonst wird das nichts. Und sonst sterbe ich einfach zu schnell. Okay. Ich meine, zwei Leben sind gut, aber man muss sie halt weise nutzen, ne?
wieso ist denn der schon dead? Okay, einen schon weg. Ernsthaft. Waren das alle? Das waren alle. Das Skelett hier wegschmeißen. Frage ist, wie viel hat meine Waffe noch drin? Das war gut. Es kommen Granaten, Leute. Oh Gott! Ich bin noch nicht dead. Ich bin noch nicht dead. Freu dich nicht zu früh. Ist das schwierig? Okay, manchmal hat es doch irgendwie Frame-Einbrüche. Schade. Okay, das war jetzt unnötig. Fast vom Dach gefallen. Ey, langsam wird es echt schwieriger. Das ist gerade mal die erste Build sozusagen, glaube ich. Das war nix. Naja. Dass hier viele Leute kommen. Einmal. Ernsthaft, verpiss dich. Flug gestorben. Okay. Die Folge wird sonst zu lang. Ich muss hier kurz mal einen Break machen. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Angerfoot und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Das wird echt stressig.